Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu Monkey Island 3. Willkommen zurück auf dieser wunderbaren Jahrmarktsattraktion. Willkommen zurück auf... Elaine? Ah, Threepwood, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Wir nehmen mal einen Rumpfaster. Oh oh. Oder auch nicht. Autsch! Papa Pichu. Oh. Oh, wir schauen uns hier mal um. Dynamo, Aff Electric, Guybrush Threepwood. Ich bin sehr froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, todesecht. Du schon wieder! Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ah, sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Friss den Flammentod, Threepwood! Pfeffer! Dafür wirst du bezahlt. Gesundheit? Schlechter Zug, Threepwood. Autsch! Hier müssen wir noch nicht raus. Hier müssen wir raus. Ah, Herman. Es ist ein mechanischer Herman Toothrot. Das Seil nehmen wir mal an uns. Dann schauen wir uns da mal den Leichnam an. Es ist der verrottende Kapitän aus Herman Toothrots Schiff. Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Der dreiköpfige Affe. Ich habe den Wagen verpasst. Ach, da ist wieder LeChuck. Oh nein, es ist LeChuck. Hi, Threepwood. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Ja, wir können jetzt aber gerade nicht viel machen. Verdammt. Autsch! Au! Hier müssen wir jetzt aussteigen und uns das Rumfass von Rum Rogers nehmen. Es ist Rum Rogers Senior, wie er zu Lebzeiten war. Es ist Captain Marley, Elaines Großvater. Es ist der Kajütenjunge, der junge Lindy. Es ist Rapsgallion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Es ist ein Diorama der vier Piraten, die Stücke der Karte nach Big Whoop hatten. Es ist eine rustikale Laterne. Ah, es ist verdammt heiß. LeChuck schon wieder. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Threepwood. Autsch! Au! So. Dann gehen wir schon mal hier hoch. In die Winterlandschaft. Hier haben wir schon mal den beeindruckenden, gefährlichen Schneeaffen. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Okay. Und dann gehen wir noch mal nach unten. Und nehmen die nächste Gondel. Nennt man das Gondel? Den nächsten Wagen. Ich habe den Wagen verpasst.
Wetten, im nächsten Wagen ist direkt wieder LeChuck. Wahrscheinlich. Ja, LeChuck. Aber wir können jetzt gerade nicht viel machen. Oh oh. Autsch! Au! Hier brauchen wir nichts. Wir müssen nochmal zu Wally. Zum dynamischen Wally. Der aber für eine Animationsfigur, für eine Puppe. Irgendwie sehr, sehr, sehr lebensecht aussieht. Es ist ein Dynamo Aff Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuter-Karussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. So, und dann tunken wir erstmal das Seil hier ins Öl. Das ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. So, jetzt haben wir eine Lunte für unser Fass rum. Oh, es dauert nicht mehr lange. Und das Spiel hat sein Finale erreicht. Cool. So, jetzt müssen wir nur noch auf LeChuck warten. Und dann können wir uns über den Sieg über LeChuck freuen. Ach ja. Monkey Island 3. Einfach ein großartiges Spiel. Ich liebe es so sehr. Auch nach all den Jahren immer noch mein absolutes Lieblingsspiel. Mist, da kommt er. Hi. Und ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Hier, nimm doch mal eine Nase voll Pfeffer. Lauf, Sterblicher, aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. Und das war... Das ist so unfair. Ja, ist es. Das Spiel könnte noch länger gehen. Monkey Island 3. Ach, was für ein großartiges, großartiges, großartiges kleines Adventure. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bei diesem Let's Play dabei wart und mir Gesellschaft geleistet habt und mit mir gelacht und einfach nur dieses Spiel genossen habt. Es ist toll. Ach ja, ich wünschte, ich könnte es nochmal spielen. Gleich jetzt. Könnte ich. Aber... Das macht keinen Sinn, das Ding nochmal zu Let's Playen, jetzt direkt. Da fühle ich mich gleich wieder, als wäre ich 14. Oder? Ich weiß noch, ich habe damals die 10 Adventures Box bekommen und habe dann dadurch Monkey Island 1 und 2 kennengelernt und wollte unbedingt Monkey Island 3 haben, aber ich hatte das Geld nicht und ich habe gespart und gespart und irgendwann kam eine Tante zu Besuch und hat mir einfach mal so
100 Mark geschenkt. Und ich war so glücklich. Es war so, ja, endlich habe ich das Geld für Monkey Island 3. Und meine Eltern waren gerade einkaufen. Und ich habe dann meine Eltern angerufen. Ja, die hatten damals schon ein Handy. 97. Und das war gar nicht so günstig, die anzurufen. Aber ich musste die einfach anrufen. Ich habe die angerufen und gesagt, hey, bringt mir Monkey Island 3 mit. Ja, so war das. Ach ja. Ich habe so viele tolle Erinnerungen an dieses Spiel. Ich habe auch jetzt zu Weihnachten von einem Freund, der einen 3D-Drucker hat, etwas geschenkt bekommen. Eine wunderschöne Monkey Island, eine wunderschöne Guybrush-Statue. Ungefähr 20 cm hoch und handbemalt von ihm. Und er kann das richtig gut, weil seit, keine Ahnung, seit frühester, fast Kindheit, möchte ich sagen, Warhammer-Figuren bemalt mit Airbrush und allem. Und die Figur sieht richtig toll aus. Ich muss die euch mal zeigen. Tolles Geschenk. Ja. Okay. Gut, dann habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich überlege mir dann mal, was ich als nächstes Let's Playe. Ihr habt ja auch schon ein paar Sachen vorgeschlagen. Vielleicht wird es Zeit, dass ich den Wunsch von, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Tut mir leid. Jedenfalls hat sich in den Kommentaren vor einer Weile jemand Simon the Sorcerer gewünscht und eigentlich könnte ich mal Simon spielen. Denn ihr habt Wünsche, ich erfülle sie. Vorausgesetzt, ich habe das Spiel. Oder ich komme irgendwie kostengünstig an das Spiel. Ein anderer Zuschauer hat sich zum Beispiel, Archibald Applebrook gewünscht und ich habe mich auch ein bisschen informiert nach dem Spiel und das ist leider ja, ich bin ein Sammler, aber momentan habe ich das Spiel noch nicht zu einem Preis gefunden, den ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Aber vielleicht kommt das irgendwann demnächst mal auf GOG oder so, da ist es nämlich noch nicht. Momentan kann man es nur als Boxed-Version oder wenn man Glück hat, als CD bei eBay ersteigern, aber dafür zahlt man halt immer noch so mindestens ein Fuffi. Das klingt jetzt vielleicht geizig. Ich weiß, für so einen Gronkh oder so ist das ein Apfel und ein Ei. Gronkh verdient aber auch richtig viel Kohle mit seinen Videos und ich mache das aus Spaß und für euch. Weil ich euch liebe. Ja. Okay. Ich habe genug geredet. Ich ziehe mich da jetzt mal zurück und lasse euch noch ein bisschen den wunderbaren Soundtrack aus der Feder von Michael Land und Clint Bajakian, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, genießen. Viel Spaß damit. Ich liebe euch. Ciao. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt.